So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gelbus. Okay, so. Nun haben wir alles, was wir brauchen. Frische Pokémon mit Konfusion. Was ist schrecklich? Gerüchten zufolge sollen die Pipsis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Ja, du klopfst doch auch an Alien, oder? Kann das sein? Du klopfst auch an Pokémon, kann das sein? Hallo! Sieht aus, als hättest du das Glück zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja. Alles klar. Lass uns beginnen. Dein Pikachu wird es hier nicht leicht haben. Ich weiß. Elektroattacken können Rockos Boden-Pokémon nichts anhaben. Was, das war alles? Ich sag dir, sagt wenigstens, welcher Typ effektiv ist. Okay. Dann springen wir mal ins kalte Wasser. Das dauert noch Lichtjahre, bis du... Lichtjahre ist ja... Weil das auch eine Zeitangabe ist. Bis du gegen Rocco antreten kannst. Für alle, die nicht wissen, was Lichtjahr ist, Leute, geht zur Schule. Pfadfinder möchten kämpfen. Pfadfinder setzt Digi-Dicta ein. Los, Meppo! So, ich würde mal sagen, wir nehmen Konfusion erstmal direkt an den Anfang. Aua! Und jetzt bitte, bitte, One-Shot! Ah! Ich hatte so gehofft! Doch ein bisschen gefährlicher werden. Dicta wurde besiegt. Svetlo hält 156 EP. Pfadfinder wird Sandan in den Kampf schicken. Möchtest du wechseln? Nein, gegen was denn? Ich hab doch nichts Gutes. Ich bin doch ein armer Junge mit einem guten Pokémon. Wow. Okay. Achso, Volltreffer. Ah, sehr schön. Metro erhält 178, Alter. Oh, hieße? Jetzt sind wir direkt nach 2 Pokémon Level ab. Einfach weil wir wollen bei Trainern so viel mehr EP bekommen als überall anders. Ash besiegt Pfadfinder. Der findet wohl seine Fahrt nicht. Mist. Lichtjahre messen die. Ach wow. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Ash gewinnt 180 Yen. 1 Euro gerade mal? Das ist aber echt wenig, meine Damen und Herren. So, wer sich jetzt gerade wundert, hä, warum Lichtjahre? Warum messen die Entfernung? Ja, wie gesagt, Lichtjahr ist keine Maßeinheit wie Meter oder so ein Scheiß, sondern Lichtjahr ist eine astronomische Maßeinheit und misst die Strecke, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Daher kommt der Name Lichtjahr, obwohl es eine Strecke misst. Bisschen verwirrend, aber lernt ihr eigentlich im Physikunterricht. Und wenn nicht, sucht euch einen neuen Lehrer. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay. Komm jederzeit vorbei. Marmora City Wissenschaftsmuseum. Was? Für Kinder. Oh, Digga. 50 Poker. 50 Yen? Nein. Geh mal weg hier. Das hat doch keinen Eintritt. So, jetzt. Oha. Wie er da steht. Mit seinem breiten Grinsen. Und unser Pikachu anlächelt. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City. Rogo. Meine Devise ist eine stollenhafte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Wie naheliegend. Willst du es immer noch mit mir was aufnehmen? Man kann nicht mehr entscheiden, ja, nein. Okay. Zeige mir, wie gut du bist. Wenn du gewinnst, kriegst du einen Lolli.
So. Der Typ steht einfach nur Wepper. Was ist mit dem los? Brocco setzt Kleinstein ein. Los, Metro! Konfuser Legion! Okay. So. Erster Gegner war schon mal gar nicht so schwer. Jetzt Metro erhält 183 EP. Ja, das war klar. Genauso wie im Anime kommt jetzt Onyx. Und das Viech macht mir ein bisschen Angst. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein. Kämpfen. Härtner, Tackle, Fadenschuss. Ne. Och nein. Ach wow, Glück gehabt. Onyx wollte gerade hier Wickler einsetzen und Wickler ist die heftigste Attacke der Welt. Konfusation! Und nochmal. Nein, nicht Klammergriff. Boah. Alter, ich wundere mich gerade zwar, dass es andauernd daneben geht, aber eigentlich zu unserem großen Glück. Ja. Ein Glück geht's immer daneben. Ah, Onyx ist so dumm. Also, darin trainiert er eigentlich Geduld. Ist das das Süßletzte, was er machen kann? Weil er ist tot. Geil! Smetto erreicht Level 12. Okay. Das war mal ein leichter Sieg tatsächlich. Gut. Das Glück war auf unserer Seite, weil er keinen Klammergriff benutzt hat. Oder ist immer daneben gegangen ist. Yeah. Echt erhält den Felsorden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Ash gewinnt 1188 Yen. Oh, immerhin so knapp 8. Nee. Naja. 7 oder 8 Euro, keine Ahnung. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Gehe in die Pokémon-Arena von Azuria City und teste dort dein Können. Ash erhält Technische Maschine 34. Ja, wie die damals auf den Namen kam, Technische Maschine, TM 34 auf jeden Fall. Ein TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du ein TM geben möchtest. TM 34 ist Geduld. Pokémon. Das genau. Deine Pokémon absorbieren die generischen Attacken und kontern mit doppelter Kraft. Ja, deswegen war es auch sinnfrei, dass Onyx das zuletzt eingesetzt hat, weil, mit doppelter Kraft kommt dann, kann er nur, wenn er dann noch lebt. Das ist der Clou an der Sache. So, ich würde mal sagen, wir heilen uns doch mal. Schon mal, um die AP wieder aufzufüllen. Und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Wir benötigen eine Pokémon. So, und vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt die Arena geschafft haben, setzen wir jetzt mal auch wieder Smetto ein bisschen nach hinten. Und lassen wir wieder die anderen Pokémon ein bisschen dazukommen. Ja, komm. Komm jetzt halt vorbei. So, das heißt Pokémon. Pikachu kommt als erstes. Und Smetto kann eigentlich unten bleiben. Taubsi. Ich weiß nicht, Nidoran. Die beiden Nidorans. Ich glaube, die können mich nicht auf die Bank setzen, ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht mehr, warum ich die gefangen habe. Wahrscheinlich war das einfach so ein Schwächeanfall von mir. Ash schaltet den PC ein. PC von Ash. Achso, nein, halt, war falsch. Jemandes PC. Ne? Wo lagert man Pokémon ganz sicher? Richtig, auf einem Rechner, von dem man nicht mal den Besitzer kennt. Das ist die sicherste Art, etwas zu lagern. So, Pokémon nicht mitnehmen, ablegen. Nidoran weiblich. Und Nidoran männlich. So, beide raus. Sehr schön. Dann. So.
So, haben wir jetzt hier irgendwas, was man hier entdecken kann? Hey, jetzt muss ich irgendwie nicht rein, das ist zu blöd. Können wir in das Haus rein? Ah ne, das ist so ein süßes Bäumchen. Schade eigentlich. Nidoran, sitz! Hat er gerade zu uns gesagt? Heißen wir vielleicht Nidoran? Hören wir vielleicht auf den Befehl Sitz? Hallo? Eine Frechheit ist das. Achso, okay. Mit dem anderen geredet. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Aha. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrene Trainer nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, kauft euch welche. So teuer sind die Orden nicht. So, haben wir mit den Typen geredet? Warst du schon im Museum? Ja, leider. Waren die Fossilien vom Mondberg nicht einmalig? Oh Gott. Ja, zum Glück waren wir da nicht drin. Es gibt nichts, was mich weniger interessiert als irgendwelche Fossilien. Oh. Eine grüne Landschaft. Oha, und Trainer. Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen sichern. Denn sichern ist sicher. So. Ah, da haben wir bereits eine. Die lasse ich mal kurz links liegen. Wo geht's hier lang? Jungs, mal. Sehr schön. Na komm. Was starrst du mich so an, du Hurensohn? Ja, diese Sprüche von diesen, ne? Von den Typen und Gören ist einer Göre würdig, sag ich mal. Ich sag's einfach mal so. So, dann machen wir einfach mal direkt hier Donnerschock. Donnerschock hat noch jedes Taubziege fügig gemacht. Volltreffer. Taubziege wurde besiegt. Pikachu erhält 105 EP. Göre wird schon wieder Taubziege in den Kampf schicken. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein. Göre setzt Taubziege ein. So, dann direkt noch ein Donnerschock. Ist das nächste Taubziege weg? Oh, was? Ja, du mit deinem Sandwürfel. So. Sehr schön. Die Attacke ist sehr effektiv. Taubziege wurde besiegt. Pikachu 105. Lalalala. Göre. Besiegt. Du bist gefährlich. Er gewinnt 100 Mann. Naja, immerhin 1 Euro. 1 Euro, 1 Euro. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Was? Das muss mein Zwillingsbruder gewesen sein. Ich war nie da. Ich bin teleportiert. Käfersammler möchte Kerzen. Käfersammler setzt Raupi ein. Das ist ja süß. Na los, Pikachu, dann machen wir hier ein bisschen Fegefeuer. Verdammt! Also, wir müssen Pikachu definitiv noch ein bisschen trainieren. Ich hätte gerne One-Shot. Einmal angreifen und der Gegner muss sich direkt in Luft auflösen. Das ist meine Devise. Von wegen festen, felsenfesten Entschlossenheit. Level 12? Nicht so verkehrt. Oha, Hund. Ah, das ist das erste Pokémon, was uns vergiften kann. Egal, wir bleiben trotzdem mal bei Pikachu. Mal gucken, ob das gut geht. Level 10. Ja, also eine Chance hat es auf jeden Fall. Er war klar, Giftstachel. Volltreffer. Ah, aber nicht vergiftet. Sehr schön. Nicht vergiftet. Das ist doch genial. Aha. Du hattest eine Chance, das hat sie vergeigt. Schon wieder Robby. Volltreffer. Mann, einfach jetzt? Das gibt's doch gar nicht. So. Ja gut, Robby wurde besiegt. Pikachu erhält 112. Ich bin die Käfersammler. Du hast mich schon wieder besiegt. Ja, ist irgendwie eine Angewohnheit von mir, ne? Eigentlich wollte ich dagegen ja ärztlichen Rat einholen. Aber der Arzt meinte, immer jemanden zu gewinnen, ist eine chronische Krankheit, die man nicht, ja. Ne? Da haben die anderen einfach mal Pech gehabt.
So, Teenager, Digga. Teenager setzt Radpratz ein. Oh Gott, das hässlichste Pokémon der Welt. Willst du das einfach. Wir bleiben jetzt einfach mal ein bisschen bei Pikachu. Weil das Problem bei Pikachu ist relativ schwach. Deswegen möchte ich das jetzt erstmal primär trainieren, damit es halt quasi unserem Team gleich aufbleibt und nicht hinten zurückfällt. Radpratz wurde besiegt. Klettern. Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir noch so? Taubsi. Ja gut, wir können noch ein bisschen Taubsi trainieren. Aber nö. Können wir später machen. Denn die nächste Arena ist auch Wasserarena. Und da haben wir mit Pikachu ganz gute Karten. Weil jeder weiß, dass bei Wasser ein Elektro-Pokémon Kurzschluss bekommt. Und deswegen ist Wasser gegen Elektro sehr effektiv. Das wäre die wissenschaftliche Logik. Pokémon sagt aber einfach Scheiß auf Wissenschaft, wir machen es genau andersrum. Elektro ist effektiv gegen Wasser. Macht technisch gesehen keinen Sinn, ist aber so. Ja. Ich besiege Teenager. Wäre ich heute doch bloß daheim geblieben. Ash gewinnt. Naja, es geht. Trainer, lass uns kämpfen. Warum wollen die alle kämpfen? Haben die keine Hobbys? Also außer kämpfen? Oh nein, ich bin wieder Hornby. Los Pikachu, erledige ihn. Mach es gerade. Oh, wir haben noch 11 KP. Oha. Oh Gott, los Pikachu, erledige es. Und danach müssen wir erstmal direkt wieder zum Pokémon Center. Kokuma. Kokuma kann, glaube ich, auch nur Härtner. Wir versuchen es einfach mal. Ja, genau, Kokuma hat nur Härtner. Ja, sehr schön. Donnerschock. Aha. Guck mal, wurde besiegt. Raupi. Die Frage ist ja, welches Level. Wir probieren es erstmal. Zur Not schicken wir wieder Svetbo in den Kampf. Level 9. Ah, könnte gefährlich werden. Tackle, mal gucken. Ach nee, schaffen wir locker. Das ist kein Problem. Raupi wurde besiegt. Oh, Saftkorn. Ja, das ist ja easy. Nein. Willst du mich aufgeben, du Härtner? Ja, ja, manchmal machen es einem die Trainer echt leicht. Sehr schön. Pikachu erreicht Level 14. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, dann such dir doch die Pokémon, Junge. Ich bin doch nicht der Einzige, der Pikachu haben kann. Obwohl doch in der Edition schon. So, dann gehen wir nochmal hier zum Pokémon Center, frischen unsere Pokémon auf. Und mit frischen Pokémon geht es dann wieder frisch ans Werk. Zu den nächsten Trainern. Geht überhaupt nicht auf den Sack, ne? So. Volle Fahrt voraus. Dum, dum. Da, 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 da. Dum, dum, dum. So, die da oben haben wir glaube ich noch nicht, ne? Ich speichere mal. Genau, die haben wir noch nicht. Als ob ich dich fasziniert anschaue. Ich meine, ich stelle mich dich zwar teilweise nackt vor. Macht das so Sinn? Keine Ahnung. Aber egal. Fasziniert auf jeden Fall nicht. Dafür
Ach, mach schon wieder so einen Radkratz, ey. Ach, Mann. Egal. Radkratz kann zwar Biss. Und das macht ein bisschen Damage. Aber sollte uns nicht gleich erlegen. Okay, nutzt nur Tackle. Ah, auch Tackle macht schon ganz schön Damage. 8 mit einmal. Radkratz wurde bewegt. Ein Nidoran. Aua! Das tut doch weh! Aber wenn das reicht nicht. Oh doch! Ach so, gut, okay. War ein Volltreffer. Sah nämlich so aus, als wenn wieder genau 2 Pixel übrig bleiben. Aber wir hatten zum Glück einen Volltreffer. Hallo? Lass mich raus. So, gehen wir erst nach rechts oder erst nach unten? Ich sag mal erstmal nach unten. Hallo, ich bin's, der Papi. Hey, mein Bruder hat gesagt, er soll, Schaut mal. Teenager möchte kämpfen. Habitat, oha. Da haben wir wieder, den Heimvorteil, also den Typenvorteil. Jawoll. Und auch noch ein Volltreffer. Jawoll. Habitak wurde besiegt. Pikachu hält 174. Holy shit. 210 Yen. So, sind wir wieder hier hoch. Oh, wie süß. So. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen! Ich glaube, das Einzige, was deine Pokémon wollen, ist schlafen. Jeder möchte schlafen. Schlafen ist das höchste Gut der Welt. So, na dann, Pikachu. Zeig dem netten Herr Robby mal, wo der Blitz hingeht. Oder so. Robby wurde besiegt. Pikachu hält Saftkorn. Wow. Nein, wollen wir nicht tauschen, können wir direkt erledigen. Können wir direkt platt machen. Dann haben wir Pikachu mittlerweile schon auf Level 14. Als nächstes kommt... Oh, Level 15. Doppelteam. Pikachu kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Wollte eine Attacke zugunsten von Doppelteam vergessen? Ja. Welche? So, Donnerschock, Ruckzucki, Bodenschlag, Donnerwelle. Ich weiß nicht mehr genau, was Doppelteam macht, aber Doppelteam ist so eine Attacke, die glaube ich auch keinen direkten Schaden macht, sondern auch nur irgendwie so Effekt-Dings im Muster. Und ganz ehrlich, nein. Was? Ach man. Wer Attacken erlernen? Soll eine andere Attacke zugunsten Doppelteam vergessen werden? Ja. Achso, nein. Abbrechen? Doppelteam nicht erlernen? Ja. Pikachu Doppelteam nicht erlernt. Ich besiege Käfersammler. Käfersammler, du hast meine Pokémon besiegt. Ja, jetzt tu mal nicht so, als wenn es meine Schuld wäre. Du wirst es kämpfen, du Arsch. Immer diese Leute, die die anderen die Schuld geben. Ey, wir haben bereits einen Orden. Wir sind so gut. So, dann machen wir die hat. Huch. Ja, klar. Annäherungsversuche. Ich wollte an dir vorbeilaufen, Mädel. Annäherungsversuche sehen anders aus. So, Göre Pummeluff. Oha. Ja, Pummeluff ist ein bisschen böser Gegner, weil Pummeluff kann Pokémon einschläfern. Und, ja. Einschläfern ist nicht so gut. Ah, war klar. So, dann setzen wir das nächste Pokémon ein.
Das Problem ist, Pummeluft ist jetzt immer zuerst dran. Ja, aber klar. Gut, Tops bringt gar nichts. Okay, dann haben wir wieder Pikachu hier. Und warten, bis es aufhört. Aua. Okay, also doch nicht so. Jawohl, Konfusion. Los. Ah, Mann. Aua. Alter. Oh, danke schön. Dann reicht er noch einmal Konfusion. Perfekt. Ah, Gott. Geschafft. Naja, Pummeluft ist echt so ein Gegner, der ist nicht stark, aber er macht viel Trouble. So. Ich glaube, wir sollten den hier erstmal nicht ansprechen, sondern erstmal direkt zum Pokémon Center gehen. Das Problem ist, wir kommen an dem sowieso nicht dran vorbei. Achso, doch, vernünftig. Aha. Digga, was ist denn hier los? Okay. So, was ist mit der Tante da oben? Eine Höhle! Der Pokémon Center. Yuchin! Wir haben wieder topfitte Pokémon. Aua! Ich bin über einen kleinen Stein gestolpert. Ein Stein-Pokémon! Ja, nee. Was? Puh! Ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Achso, du bist gerade im Trainer. Sehr schön. Okay, dann können wir in der nächsten Folge also direkt in den Tunnel gehen, der hier rechts ist. Sehr schön. Sicher. Na genau, Mondwerktunnel. Ja. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.